Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of fire. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen. Ihr seht mir ein bisschen nach, wenn ich ein bisschen leiser rede. Ich versuche so gut wie es geht irgendwie wiederzugeben, um euch doch noch ein Video zu geben. Und zwar wieder die Berichte zur Frauen-EM. Erstes Spiel war Schweden gegen Schweiz. Am Ende kann oder muss man sagen, Schweden auch verdient gewonnen. Hatten sogar noch 2 Abseitstore. Trotzdem war die erste Halbzeit sehr zäh. Deutschland ist dann am Ende 0-0. Und dann kommst du aus der Pause raus mit dem Tor in der 53. Minute durch Fridolina Rolfe, die dann einfach mal draufhält und ins lange Eck trifft. Dauerte aber nur ungefähr 112 Sekunden. Dann kam Ramona Bachmann, die sich einfach mal ein Herz hält und einfach mal schön in den Winkel oben zwirbelt. Und dann stand es direkt 1-1. Kurz vor Ende der Partie dann, wo vielleicht viele schon dachten, wir gehen hier mit 1-1 durch, macht Hanna Bennison noch das 2-1. Auch wieder aus der Distanz. Es gab dann noch 2 Abseitstore, die dann aber jeweils weggepfiffen worden sind. Und damit bewahren sich die Schwedinnen die Chance noch aufs Viertelfinale. Kommen wir jetzt zum sehr viel unterhaltsameren zweiten Spiel zwischen den Niederlanden, also dem Titelverteidiger, und Portugal. Und ja, die Niederlande führte relativ schnell 2-0 durch Damaris Eguroda in der 7. und Stefanie van der Gracht in der 16. Minute. Und was den Portugiesen gegen die Schweiz gelungen war, klappte tatsächlich auch gegen die Niederlande. In der 38. Minute Carol Costa mit einem Foul-Elfmeter und in der 47. direkt nach der Pause Diana Silva in der 47. Dann wurde auch wieder ein Tor der Niederländerinnen zurückgepfiffen, weil es knapp abseits war. In der 62. Minute aber ein wunderschönes Tor aus der Entfernung. Daniela van de Donk mit dem 3-2, damit die Titelverteidigerin auch auf Kurs Viertelfinale. Allerdings in dieser Gruppe ist halt noch rein gar nichts entschieden, deswegen bin ich mal gespannt, wie es da dann nächsten Sonntag weitergeht. Heute wird der zweite Spieltag dann abgeschlossen mit Italien gegen Island und Frankreich gegen Belgien in Gruppe D. Und auch da wäre dann wieder die Frage, kann Italien sich von dem Schock erholen, den sie letzte Woche erlitten haben und vielleicht gegen Island noch sehr, sehr wichtige Punkte im Kampf ums Viertelfinale mitnehmen. Ja, ihr seht, ich strenge mich sehr an. Ich habe es jetzt wirklich einfach versucht. Ich würde euch jetzt an der Stelle einfach allein lassen, entlassen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das war's von mir, Harry, und tschüssi. Du. Pieces are forever.